Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Mission von Mitama, der Tochter von Asama und Orochi in meinem Fall. Und die Mission ist aus verschiedenen Gründen ein bisschen gemein. Zum einen finde ich, dass wir einige starke Gegner haben, aufgrund der ganzen Berserker, die ziemlich reinhauen können. Zum Glück können die nicht sonderlich weit laufen, dank den ganzen Flüssen. Deswegen will ich die Drachen alle noch erstmal nicht anrühren. Ich glaube, das könnte sonst ziemlich gemein werden. Zum anderen glaube ich immer noch, dass die früher oder später anfangen werden, dieses Haus anzugreifen. Eventuell in der nächsten Runde, weil die jetzt schon hier so langsam aufgerückt sind von oben. Das war so ein bisschen verdächtig. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir so ein kleines Zeitlimit haben könnten. Und was ich auch ziemlich gemein finde, dass wir Mitama selbst noch gar nicht gesehen haben. Ich bin immer unglaublich neugierig auf die Kinder. Sind die so ähnlich drauf wie ihre Eltern? Oder sind die ganz anders? Was haben die für Klassen und so weiter? Oh, hier kann ich den Magier anlocken. Das ist gut. Und deswegen freue ich mich mal total, wenn ich dann die Kinder sehen kann, wie die eben so drauf sind, was die für Klassen haben, was die für Waffen haben, wie die so in den Supportgesprächen sich geben und was für Haarfarben die auch haben. Und das ist dann irgendwie schon so ein bisschen gemein. Normalerweise siehst du sie spätestens auf dem Schlachtfeld, oftmals auch schon vorher in den Gesprächen. Und sie ist irgendwo in diesem Haus und ja, hat entweder Todesangst oder freut sich, wenn sie so ist wie Asama. Das ist schon so ein bisschen gemein, sag ich mal. Rajat, du könntest ihn hoffentlich besiegen. Ansonsten macht Oboro das gleich und vor dem Bogenschützen habe ich sowieso keine Angst. Es erinnert mich so ein bisschen an die Mission in Awakening mit, sehr schön, dem Sohn von Miriel. Der war nämlich auch in einem Häuschen drin und du musstest ihn quasi erst dort besuchen, bevor du ihn dann überhaupt zu Gesicht bekommen hast. Oh, ich habe einen Trank bekommen. Ich meine, er wurde, glaube ich, nicht angegriffen oder sonst was. Jo. Aber ja, ich finde es immer, wie gesagt, so ein bisschen fies, wenn du die Kinder erstmal nicht zu Gesicht bekommst. Oboro ist irgendwie gerade in Höchstform. Sehr schön. Also ich bin sehr gespannt auf sie. Ich glaube, Orochis Haarfarbe ist ja auch recht schlicht. Die sollte ihr auf jeden Fall auch stehen. Da kann man nicht so viel verkehrt machen. So. Wie ist das jetzt hier? Ist so die Sache. Wen locke ich denn hier an? Ach, den Bogenschützen von hier oben. Okay, können wir bitte mal kurz alle demarkieren? Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Rot. Also. Den Boss will ich erstmal in Ruhe lassen. Du kommst bis da, du kommst bis da. Ich markiere mal die hier oben erstmal. Huch, dass die... Oh, du kommst aber ganz schön weit. Du kommst bis da, du bist da. So, der Bogenschütze kommt halt ziemlich weit. Den könnte ich hier anlocken. Aber ansonsten... Ihr bleibt da. Du kommst noch bis da, okay. Und der Magier kommt bis da. Alles klar, was mit dem Rittmeister? Wenn ich da unten bleibe, bin ich erstmal safe. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt wieder alle markiert, die ich gerade demarkiert habe. Aber ja, ich wollte halt erstmal gucken, wer wie was. Ich würde sagen, wir schwächen dich erstmal gut an mit Asugi. Besiegen werden wir dich ja auf jeden Fall gleich. Kamui macht ja sehr, sehr guten Schaden. Kann ihn nur leider nicht one-hitten. Und kassiert dementsprechend einiges. So, und die Giftklaue noch. Sehr schön. Und nochmal gut die Resistenz, glaube ich, gesenkt. Ah, Sakura kommt nicht dran. Was ist mit Rinka? Rinka kann leider nicht zu 100% was machen. Mosu könnte ihn auf jeden Fall besiegen und würde jetzt aus irgendeinem Grund irgendwas passieren, was, glaube ich, nicht möglich ist. Er kann nicht zuerst angreifen, er hat keinen Vorteil. Er ist auf jeden Fall K.O. mit 100%. Aber sollte ein Wunder geschehen und er stirbt jetzt nicht, bin ich auch nicht tot. So. Gut, und sogar ein Level-Up, sehr schön. Also Asugi ist schon so ein bisschen gemein.
senkt sowieso mit dem Shuriken die Werte und dann noch Resistenzraum und dann noch Giftklaue. Das ist schon übel. So, hier könnte ich den Bogenschützen anlocken, richtig? Genau. Bogenschütze. Wenn ich Rinka hier hinstelle, der kommt nicht dran. Also es kommt echt nur der Bogenschütze dran. Dann mache ich das auch mal. Hinoka, Azura, Sakura kann hier bleiben. Und wir stellen uns mal hier hin. So, was passiert jetzt? Gut, du gehst auf Selki. Um Selki mache ich mir auch keine Sorgen. Solange da nichts Physisches ist, muss ich eigentlich schon fast gar nicht gucken, wie viel Schaden die machen können, weil sie machen sowieso nie Schaden. Gut, du gehst auf Rinka. Aber dich wollte ich ja auch so ein bisschen anlocken. Ich meine, ich kann mich nicht wehren, deswegen wäre es vielleicht gar nicht so klug. Aber ich wollte ihn ein bisschen näher an mir dran haben und ihn quasi schon mal so ein bisschen anschwächen. Ich finde es nur nicht so lustig, dass die jetzt alle vor mir stehen, ehrlich gesagt. Aber was will man machen? So, wie ist denn das hier? Du kommst bis da. Okay. Rajat. Du, ja. Wirst ihn hoffentlich zumindest einmal treffen. Du kannst natürlich auch einfach gerne einen Volltreffer landen, das ist auch okay. Also ich habe so das Gefühl, Rajat und Oboro, die machen das so ganz easy peasy da auf ihrer rechten Flanke. Überhaupt kein Problem. Ja gut, und ich habe halt eine Verteidigung von 25 und der hat einen Angriff von 44. Ich weiß halt aber nicht, wie seine Crit-Wahrscheinlichkeit jetzt ist, deswegen will ich mich da jetzt lieber nicht auf gut Glück reinstellen. Wie ist denn das hier? Das Problem ist, dass der Rittmeister halt auch so weit kommt. Ich den mal demarkiere. Ihr seid jetzt sowieso nicht so das Problem. Na. Finde ich halt nicht so lustig, dass der Rittmeister so extrem weit kommt. Ehrlich gesagt. Weil ich glaube, der könnte auch nochmal ziemlich wehtun. Also ich merke schon, wie das abläuft. Ich nehme so ein paar Gegner raus, mache aber nicht zu viel und gleich stehen sie wieder alle vor mir und ich denke mir so, oh shit. Ja, da kommt der Rittmeister dran. Der hat aber gar nicht mal so viel Angriff tatsächlich mit 33. Also das geht eigentlich voll. Wie viel Geschwindigkeit hattest du? 21 zu 19. Das heißt, doppeln kannst du mich, meine ich, nicht. Und aushalten tue ich das auch. Dann könnte ich vielleicht sogar den Rittmeister mal anlocken. So. Ja, die goldene Mitte hier. Also, du kommst verdammt weit. Demarkieren wir mal euch kurz. Du kommst ja auch da überall dran, aber vor dir habe ich nicht so viel Angst. Du kommst auch noch recht weit, aber vor dir habe ich jetzt auch nicht so viel Angst, außer bei fliegenden Einheiten natürlich, da muss ich gleich gucken. Du bleibst in deiner Ecke. Okay, also du hast nur einen Stahlschuriken und solange ich nicht gerade Sakura oder Azura da reinstelle, ist es nicht so dramatisch. Ja. So. Wie mache ich das hier am schlausten? Kann ich dem Boss schon irgendwie eins reinwürgen? Ich vermute mal eher nicht, ne? Nein, nicht ganz. Irgendwen anlocken. Da kann ich den Ninja da oben anlocken. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Ansonsten. Da ist der blöde Rittmeister. Da ist der Bogenschütze. Also da, wo ich gerade stehe, kann ich den Bogenschützen zumindest treffen. Und alle anderen aber scheinbar nicht. Du hast aber... Weil du bewegst dich nicht, du bleibst da stehen.
Du kannst nicht auf Distanz angreifen. Du auch nicht. Das heißt, du kommst da nicht weg. Der andere Bogenschütze würde halt höchstens hier noch hinkommen. Rinka, bleib mal kurz da. Sprich, aber da würde ich unglaublich viel Schaden bekommen. Und ich glaube, mit Azura muss ich den Kampf gar nicht machen. Okay. Das ist irgendwie... Das gefällt mir alles nicht so gut. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt am schlausten Leute anlocken soll. Wenn ich mich hier hinstelle... Der Bogenschütze, ne? Ja, gut. Das ist okay. Das ist alles so schwierig. Da sind so viele starke Einheiten irgendwie. Also vor den Berserkern habe ich halt echt Angst. Und das glaube ich auch zu Recht. Und dann kommen die alle auf mich zu und tun mir weh und... Nee. Also das macht mir schon so ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt. Ich will zwar immer noch gerne das Haus da besuchen. Na, 13. Das ist okay. Aber wenn ich jetzt da reinrenne, ich glaube, ich sterbe. Weil oftmals ist es so, ja gut, du kannst reinrennen, dir passiert eh nichts, aber selbst eine Rinka bekommt ja hier 30 Schaden teilweise. Oder 20, aber ist egal. Sie hat nur 28 KP, das tut auf jeden Fall weh. Also das macht mir echt Angst. Wobei, ich könnte mir vorstellen, vielleicht machen die Häuser gar nicht kaputt, jetzt im Nachhinein betrachtet. Vielleicht laufen diese Gesetzlosen einfach nur da rein und dann muss sie irgendwie raus oder so. Weil diese Gesetzlosen besuchen ja gerne Häuser. Das kann auch sein. Wer kommt da jetzt noch dran? Der Bogenschütze nur. Wobei, du kommst auch dran. Wenn ich euch mal demarkiere, so. Du hast einen Angriff von 28 und du auch. Also das wäre jetzt für Oboe nicht so schlimm. Aber sie bekommt halt auch 17 Schaden. Wenn ich Rajat hier hinstelle und schon mal losschieße. Er steht hier auf einer Brücke. Das heißt, zur Not kann ich auch Oboro einfach auf die Brücke stellen, dann kommt da keiner mehr wirklich durch. Ja, die beiden Damen sind echt in Bestform, was ihre Crits betrifft. Ich merke das schon. Oder sie will einfach unbedingt die Erfahrungspunkte haben. Ich meine, sie hat jetzt auch schon umgerechnet, sag ich mal, Stufe 5. Das ist schon... Nicht schlecht. Oh, ich habe Teleport gelernt. Bewegt Einheit neben einen Verbündeten und gewährt Bonuszug. Das ist ja schon praktisch. Ich glaube ja schon fast, das ist irgendwie am sinnvollsten. Wobei, dann kann... Na. Ich glaube, den Hexentrank brauche ich nicht zwingend. Ehrlich gesagt, ich brauche nicht so unbedingt Medizin. So. Oboro kann ich dann, wie gesagt, hier hinstellen zum Warten. Aber... Wie? Also ich muss wahrscheinlich am Anfang ihres Zuges das machen. Das ist ja cool, das muss ich dann mal ausprobieren. Ja, hier und so. Du stehst sowieso direkt vor mir. Das heißt, du musst sowieso erstmal verschwinden. Aber wenn ich Musu jetzt hier hinstelle, der Ninja wird vielleicht drankommen, aber die kommen ja alle nicht weit. Die bewegen sich ja so gesehen nicht. Deswegen ist Musu da eigentlich schon recht safe. Sie kann nur leider nicht so sonderlich viel machen hier. Okay. Selki vermutet... Wobei Selki doch, Selki macht schon guten Schaden. 18 Schaden, das geht eigentlich. Stimmt, sie ist ja im Vorteil gegen berittene Einheiten, da war ja was. Und vielleicht trifft er ja auch einfach nicht. Das wäre praktisch. Na, natürlich trifft er. Na gut, kann man nichts machen. 42% sind eben auch 42%, ne? Ich gehe halt meistens davon aus, dass die treffen. Besser als umgekehrt.
Let's play. Ich bin dabei. So. Du kommst bis da. Ich dich mal kurz demarkiere und dich. Ja, also ich könnte Setsuna auf jeden Fall hier hinstellen und den wieder abschießen. Ruhig mit dem Illusions-Jum. Wobei, die greifen mir eh alle physisch an. Der bringt mir das auch nicht so viel. Wenn es plus Verteidigung geben würde, dann wäre super. Aber plus Resistenz bringt mir in der Situation natürlich nicht ganz so viel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, bei der Mission die Frauen rocken das gerade. Oboro und Rajat critten da alles weg. Setsuna haut die ganzen Berserker um. Selki mit ihrer Resistenz. Kana hat da auch gut mitgeholfen. Also ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Männer dabei, fällt mir gerade so auf. Ich habe Asugi, ich habe Kamui und zwangsläufig Asama und Ryoma. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf, dass ich nur Frauen mitgenommen habe quasi. Sehr schön. Ansonsten, wie weit kommst du? Bis da. Kann Ryoma hier was machen? Ja, dann kann ich dich auch schon mal verschwinden lassen. Also ich merke schon, dass das Pairing Setsuna und Ryoma, die sind ja bei mir auch zusammen, die hauen hier gut rein. Und sogar ein Level-Up für Ryoma. Nicht schlecht. Ja, gut. Gut, du bist jetzt noch im Einflussradius von dem Ninja. Nur von dem Ninja. Das ist voll okay. So, Kana. Du kannst ja auch ein bisschen heilen. Das nutzen wir auch mal hier hinten so ein bisschen. Ansonsten... Der Rittmeister ist halt noch so ein bisschen problematisch. Wenn ich den aber mal demarkiere. So. So. Okay. Wie kriege ich den Rittmeister jetzt am schlausten platt? Ich glaube, Kamui könnte da wahrscheinlich viel machen. Rinka kommt leider nicht dran. Azura würde ihn auf jeden Fall platt bekommen. Ziemlich locker sogar. Dann mache ich das auch mal. Ich habe ein bisschen Angst um sie da in der Mitte, ja. Aber ich plane fest ein, den Rittmeister gleich platt zu machen mit vereinten Kräften. Deswegen sollte das eigentlich passen. Das finde ich immer am schwierigsten, wenn du wirklich so viele Gegner auf einem Haufen hast. Wenn es halt nur so ein paar sind, die man so nach und nach anlocken kann, okay. Aber wenn es halt so viele sind, dann habe ich immer echt Angst, dass quasi eine falsche Bewegung das ausbedeuten kann. Wir machen allerdings nur 24 Schaden. Okay. Mose will ich ja sowieso erstmal da wegbewegen. Du kannst mal hier hinstellen. Und Asugi nicht wirklich unterstützen. Hast du irgendwie eine... Na, wobei eine andere Waffe hat sie auch nicht. Na gut. Dann vielleicht critten wir ja. Bringt uns nichts. Aber wir können zumindest seine Werte so ein bisschen senken. Mose macht leider gar nichts gegen ihn. Ach ja, die Giftklaue haben wir ja auch noch. Und die Resistenz haben wir ja auch noch runtergehauen, das stimmt. Er ist einfach der übelste Vorbereiter für Kamui. Resistenz runter und alles. Hinoka würde halt auch noch drankommen, um zu helfen. Das Problem ist... Sobald ich mich hier hinstelle, neben ihn. Du kommst nicht dran, du kommst nicht dran. Du kommst dran. Ja, und der Bogenschütze. Wobei ich könnte natürlich, ja, das würde gehen. Du würdest drankommen. Also der Typ hier. Der andere Bogenschütze. Und der Bogenschütze hier oben. Aber ihr könnt mir alle nicht so viel. Sprich, ich könnte Rinka hier hinstellen. Aber Rinka müsste auch treffen mit ihrer Doppelkeule. Das ist so die andere Sache. Da
Dankeschön. Ich meine, zur Not hätte ich auch noch eine Sakura gehabt mit einer Fluchroute. Das hätte ich auch machen können, vielleicht. Aber so ist natürlich gleich noch besser. Jetzt kann ich den nämlich beseitigen. Meine Güte, mit wie vielen Einheiten musste ich da jetzt draufkloppen? Aber so ist eben Fire Emblem. Und dann crittest du natürlich mit 2%. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, dann hätte ich Rinka da gar nicht reinstellen müssen. Aber okay. Ui, das gab gute Erfahrungspunkte. Level 4. Ich wollte ja Kamui sowieso ein bisschen häufiger einsetzen. Weil bislang war mein Avatar immer so mein Trumpf. Und davon sehe ich jetzt noch nicht so viel. Ich könnte allerdings tatsächlich dir einfach mal ein paar KP klauen. Das macht mir, glaube ich, vieles leichter gleich. Gar nicht schlecht. So, was passiert jetzt? Ah, die greifen... Also die müssen tatsächlich dieses Haus kaputt machen, indem sie auf das Besucherfeld gehen. Ich habe ja echt gedacht, dass sie sich einfach daneben stellen und jeder prügelt drauf. Aber das müssen sie vom Besucherfeld aus machen. Das ist schon mal gut, weil dann können es nicht mehrere Leute machen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, wie ich letztendlich dann auch gedacht hatte, dass es die Gesetzlosen dann machen. Also so ein kleines Zeitlimit ist da auf jeden Fall vorhanden. 2 Schaden. Ja, ist okay. Also mit Rinka bin ich auch sehr zufrieden. Da war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich fand sie unglaublich cool. So Feuerclan und auch so rein optisch als Onibaba fand ich sie sehr episch. Aber weil gerade am Anfang hat sie noch so viel Training gebraucht, da war ich echt skeptisch, aber sie macht sich echt verdammt gut. So. Alle einmal auffüllen. Okay. Ich nehme erst die andere Seite. So, der Gesetzlose würde da noch dran kommen, aber der wird wahrscheinlich sowieso einfach irgendwie versuchen, da weiter alles kaputt zu machen. Moment, wer kommt da? Achso, nur der Gesetzlose kommt ja dran. Okay. Was ist, wenn ich Setsuna hier an den Rand stelle? Ne, da kommt... Gut, der kommt halt dran. Und der andere Bogenschütze. Aber ansonsten keiner. Okay. Dann mache ich das doch schon mal. Jo. Dann ist der nämlich schon mal weg mit seiner Silberaxt. Also ich kann verstehen, warum Leute meinten, dass die Mission auf schwer ein bisschen böse werden kann. Vor allen Dingen später, wenn du dann auch noch stärkere, weiterentwickelte Einheiten hast. Das stelle ich mir schon gemein vor, ja. So. Ich hoffe, ich treffe. Zur Not muss Ryoma das richten. Ich hatte gerade in meinem Kopf überlegt, was für einen Verwandtheitsgrad die beiden haben. Die Tochter der Schwester, also der Onkel. Richtig? Ich vermute. Aber Kana hat sowieso eine große Familie. Ich meine, wenn ich die norischen Geschwister irgendwo auch noch zur Familie mitzähle, dann ist die Familie doch ziemlich groß. Weil ich finde vor allen Dingen, klar, verwandt oder nicht verwandt ist so eine Sache. Du kommst bis da. Okay, dann stelle ich mich hier hin. Wer jetzt letztendlich mit wem blutsverwandt ist, finde ich im Grunde genommen nicht so wichtig, weil Familie muss nicht unbedingt heißen, dass man verwandt ist. Familie ist Familie, ob verwandt oder nicht. Das ist irgendwie für mich einfach ein Gefühl und die Leute, mit denen man aufwächst und die einem dieses Gefühl von Familie geben. Und deswegen sind die norischen Geschwister meiner Meinung nach auch Teil unserer Familie, auch wenn man da nicht verwandt ist. So. Wie mache ich das auf der Seite jetzt am schlausten? Da kommt der Kleriker dran. Okay. Der kann mir aber nicht so viel. Also die 12 Schaden tun halt ein bisschen weh, die wir noch von dem Boss mitbekommen. Aber ansonsten geht's eigentlich. So. Gut. Das heißt, da kommt jetzt noch der Bogenschütze dran. Was aber nicht so dramatisch ist. Und Oboro bleibt mal hier. Dann haben wir uns schon fast wiedergefunden.
So. Rein theoretisch. Haut. Haut. Das tut so weh. Okay. Dann anders. Wenn ich mich da hinstelle. Du kommst mit deinem Stahlbogen noch dran. Okay. Das sieht gut aus. Du bitte erstmal von dem Häuschen weg. Ganz, ganz schnell. Sagte ich und der crittete. Ich glaube, der Crit-Spruch-Counter wird sich in diesem Part wirklich freuen. So. Dann haben wir dich natürlich da oben noch. Du kommst da dran. Mit deinem Speer. Okay. Ich könnte erstmal gucken. Jo, das wird dich beseitigen. Und wir haben eine Doppelverteidigung voll. Das ist mit Sicherheit auch praktisch. So, der Part ist schon wieder so schnell umgegangen. Ich habe wieder das Gefühl, ich habe überhaupt nichts gemacht, aber habe mich eigentlich ganz gut durchgekämpft. Das sind so diese typischen Parts, wo du am Ende da sitzt und dir denkst, was habe ich eigentlich gesagt? Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe irgendwas gesagt, oder? Das ist immer ganz lustig. So, und da du nicht mehr so viel KP hast jetzt letztendlich, kann ich dich sogar one-hitten mit Kamui. Ach, die Fluchroute. Die ist schon praktisch. Also einfrieren finde ich unglaublich praktisch, gerade wenn ich an die Xander-Mission zurückdenke. Das hat uns da wirklich den Arsch gerettet. Also einfrieren gibt es leider nicht zu kaufen bei mir, aber ist super. Die Rettung auf jeden Fall auch, wenn ich so an die Missionen von Selkie oder Shiro denke. Schweigen finde ich nicht ganz so prickelnd, aber auch die Fluchroute ist halt super. Halber Schaden für benachbarte Verbündete, Chance im Prozent. Glück des Angriffsziels mal 0,5. Sprich in dem Fall dann die 15 mal 0,5. Wenn Rinka jetzt angegriffen werden würde. Okay. Dann warte ich jetzt hier erstmal noch. Wobei, du kannst einfach hier erstmal... Du kannst noch mal heilen, würde ich sagen. So, hast du auch was zu tun. Und dann gucken wir, was passiert. Ich glaube, abgesehen von dem Gesetzlosen da oben, steht keiner im Einflussradius. Ach ja, doch, Selkie von dem Magier, richtig. Ich erinnere mich. Also ich glaube wirklich, von den Routen her am wertvollsten finde ich einfrieren. Könnt mir ja gerne eure Meinung dazu mal schreiben und auch begründen. Also ich finde wirklich, klar, die Fluchroute ist schon praktisch. Haben wir gerade gesehen. Und die Rettung auf jeden Fall auch. Also ich glaube, in so Kindermissionen finde ich die Rettung noch am praktischsten. Aber so allgemein einfrieren ist schon ziemlich cool. So. Alles klar. Dann müssen wir auf jeden Fall hier weiter schauen, dass wir die drei platt bekommen. Aber... Wobei, es macht gar nicht so viel Schaden. Das sollte eigentlich gehen, wenn Selkie mit angreift. Ansonsten mal gucken. Wir haben auch noch Kana hier, die helfen kann, und Setsuna. Das geht. Hier ist nur noch der eine Berserker. Den kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut platt. Und die beiden. Da können wir vielleicht endlich mal das Haus besuchen. Und dann stellt sich heraus, dass Mitama eine OP-Einheit ist und dass sie die ganze Zeit eigentlich hätte dabei sein müssen, weil es dann wesentlich einfacher gewesen wäre. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird schon recht fragil sein und ist da drin ganz gut aufgehoben. Gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.